Dann mache ich es mir mal ganz einfach. Wir haben dieses Konzept jetzt hauptsächlich durch Michael Schorn seit einiger Zeit bearbeitet. Dieses Konzept ist erst im kleinen Rahmen, dann im immer größeren Rahmen und auch durch eine ganze Reihe von Piraten und auch die Orangene Hilfe, wenn ich mich recht erinnere, durchgegangen. Es soll ein Konzept sein, das war der Anspruch, das sehr piratisch sein sollte, so piratisch wie möglich und trotzdem eine gute Stiftung. Und ich freue mich ganz herzlich, dass der Peter mit seiner sehr langjährigen Erfahrung dieses Konzept für uns hier vorstellen wird. Nur so als am Rande, wenn ich das darf. Oder machst du das? Nee, das machst du gleich mit deinen Anekdoten, das kannst du besser. Okay, die Anekdoten, die kommen nur spärlich zwischendurch. Weiß nicht, ist das an gerade? Ja, okay. Also die Anekdoten werden etwas spärlich und nur zwischendurch kommen, wenn ich vielleicht versuche, das eine oder andere etwas zu veranschaulichen. Wie Baba gerade gesagt hat, diese Debatte, und vorhin haben wir es ja gehört, dass diese Debatte läuft ja schon länger, ist in Kassel im letzten Jahr wohl ausführlich diskutiert worden, ist dann immer wieder überarbeitet worden unter Mitwirkung auch von Piraten aus anderen Landesverbänden, SECO aus Bayern zum Beispiel, und hier ist jetzt also sozusagen das fertige Produkt, das wir Ihnen heute präsentieren wollen. Zum Bild der parteinahen Stiftungen. Die parteinahen Stiftungen der im Bundestag vertretenen Parteien arbeiten zum Teil seit vielen Jahrzehnten erfolgreich auf den Gebieten der Forschung, der Politikberatung, der Entwicklungshilfe und der Demokratieförderung auf dem Wege der politischen Bildung. Die mit einer Ausnahme als Verein geführten Stiftungen haben in den Jahren zahlreiche Konzepte und Studien erstellt, Menschen verschiedener politischer Prägungen zusammengeführt, demokratische Bewegungen in totalitären Ländern unterstützt und die Ausbildung junger Menschen gefördert. Leider treten diese Leistungen in der Diskussion um die Gründung einer eigenen parteinahen Stiftung durch den Makel der verdeckten Parteienfinanzierung, die den betreffenden Stiftungen anhaftet, in den Hintergrund. Dieser Makel resultiert aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1966, mit dem das Gericht die Zahlungen aus Haushaltsmitteln des Bundes an die Parteien zur Finanzierung politischer Bildung untersagte, da diese Zahlungen in ihrem Umfang die Grenze zur verdeckten Parteienfinanzierung überschritten. Wir haben dieses Verfassungsgerichtsurteil und auch noch ein weiteres hier, das ließe sich ausdrucken im Laufe der Tagung und denjenigen, die daran interessiert sind, zur Verfügung zu stellen. Fortan, also nach 1966, bedienten sich die Parteien ihrer Stiftungen, denn diese Hintertür ließ das Gericht offen. Nur die CSU hatte noch keine solche Stiftung, weshalb flugs die Hans-Seidel-Stiftung gegründet wurde. Die anderen Stiftungen, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Friedrich-Naumann-Stiftung und vor allem die bereits 1925 gegründete Friedrich-Ebert-Stiftung, existierten da jedoch schon lange und erfüllten ihre Aufgaben auch ohne diese verdeckte Parteienfinanzierung. Ich glaube, gerade am Beispiel der Friedrich-Ebert-Stiftung und der SPD kann man gut aufzeigen, welche Bedeutung die Bildungsarbeit auch seitens politischer Parteien hat. Also das Stichwort Arbeiterbildung, ganz großes Kapitel. Somit ist eine grundsätzlich gute Idee diskreditiert worden. Ohne diesen Makel würde vermutlich die Diskussion über die Gründung einer parteinahen Stiftung weitaus weniger kontrovers geführt werden. Der Leitgedanke für die weiteren Ausführungen sollte also sein, die Frage zur Arbeit und zum Aufbau einer möglichen Stiftung der Piraten
von der nach der Finanzierung zu trennen, um eine objektive Diskussion zu ermöglichen. In der Diskussion über das Für und Wider einer parteinahen Stiftung stellt sich die Frage, ob die Partei die Aufgaben einer Stiftung, also die Erstellung von Studien, das Angebot politischer Bildung sowie Förderung von Stipendiaten und die Unterstützung demokratischer Bewegungen in anderen Ländern nicht selbst erfüllen kann. Die Frage ist durchaus berechtigt. Deshalb soll ihr im Folgenden nachgegangen werden. Die Erstellung von Studien. Die Erarbeitung von Studien und Konzepten bedeutet insbesondere bei komplexen Themen einen erheblichen Aufwand. Allein die Recherche der benötigten Informationen ist mit einem sehr großen Aufwand verbunden. Noch aufwendiger wird die Arbeit, wenn ein Rückgriff auf vorhandene Literatur nicht ausreicht, sondern erst noch eigene Untersuchungen angestellt werden müssen. Gerade in den letzten Monaten hat sich mit der Intensivierung der Programmarbeit gezeigt, dass der Partei mitunter Möglichkeiten fehlen, auf wissenschaftliche Quellen, zum Beispiel das sozioökonomische Panel, zurückzugreifen, was den Meinungsbildungsprozess hemmt und so die Piratenpartei im politischen Wettbewerb schwächt. Eine Stiftung in Form eines Thinktanks kann hier unterstützen, indem sich die Stiftung jedes Jahr nur einem kleinen Kreis von Themen widmet, die dafür aber umso aufwendiger in der Bearbeitung sind. Solche Themen sind zum Beispiel das BGE, das Urheberrecht, eine bessere Fiskalordnung oder aber auch Bundeswehreinsätze außerhalb des NATO-Gebiets. Allen diesen Themen ist gemein, dass eine fundierte Stellungnahme viel Vorarbeit erfordert. Die Stiftung kann der Piratenpartei Teile dieser wissenschaftlichen Arbeit abnehmen, damit sich die Partei dann auf den Meinungsbildungsprozess konzentrieren kann. Dieser Think Tank oder die Stiftung kann unterstützen, indem alle Mitstreiter auf eine Plattform zurückgreifen können, die mit den Jahren immer effizienter wird. Wer ein neues Auto bauen will, muss das Rad nicht neu erfinden. Wenn also jemand eine gute Idee zur Reform der Gewerbesteuer hat, unterstützt ihn die Stiftung bei der Recherche und Einhaltung wissenschaftlicher Standards sowie der Organisation etwaiger Veranstaltungen dazu. Steht so am Ende ein Konzept, das wirklich etwas bewegen könnte, sorgt die Stiftung außerdem dafür, dass das Ergebnis über den eigenen Verlag möglichst weit verbreitet wird, wobei die Abgabe des Werks auf elektronischem Wege selbstverständlich kostenlos ist. Ein weiterer Punkt ist, dass sich mit der Stiftung das riesige Wissenspotenzial der Piraten selber einer breiten Öffentlichkeit erschließt. Eine in der letzten Zeit gerne verbreitete Kritik über die Piraten ist, dass die Partei zu vielen Themen keine Inhalte bieten würde, was aber so nicht stimmt. Denn auf den Mailinglisten und in den Arbeitsgruppen gibt es tatsächlich kaum ein Thema, das noch nicht diskutiert worden ist. Nur wird sich kein einfacher Wähler und auch kaum ein Journalist die Mühe machen, alle Kommunikationsmittel der Piraten zu durchforsten. Und ich wage die Behauptung, das gilt auch für einen hohen Prozentsatz der Mitglieder. An diesem Punkt kann eine Stiftung anknüpfen, indem sie als Intermediär das Wissen unserer Mitglieder, Wählern und Multiplikatoren zugänglich macht. Ein weiterer Punkt ist, dass die Stiftung als unabhängiger Mittler die Möglichkeit eröffnet, Experten und gesellschaftliche Multiplikatoren zu gewinnen, die sich nicht parteipolitisch engagieren, aber die Ziele der Stiftung, wie sie in der Satzung festgeschrieben sind, zum Beispiel durch Mitarbeit an Studien, Teilnahme an Veranstaltungen oder Spenden, unterstützen wollen. Ich will hier nur als Beispiel anfügen. Ich war seinerzeit so als 68er in der FDP, bin dann Mitte der 70er Jahre ausgetreten. Und Anfang der 80er Jahre fragte mich die Friedrich-Naumann-Stiftung, ob ich für sie nach Israel gehen würde, wissend, dass ich aus der Partei ausgetreten war und nicht fordernd, dass ich in die Partei wieder eintrete. Also hier hat
hier gibt es eine Trennung dann zwischen Partei und Stiftung, die man beachten muss. Vor allem aber kann die Stiftung als unabhängige wissenschaftliche Einrichtung eher auf die Ressourcen der Scientific Community, hierzu gehören sowohl Daten als auch Sachverstand, zugreifen, als dies der Partei möglich ist. Insbesondere Datenbanken, die mit öffentlichen Mitteln unterhalten werden, zum Beispiel das sozioökonomische Panel beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung oder die verschiedenen Panels beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, stehen nur Mitgliedern der Scientific Community zur Verfügung. Um dies zu erreichen, muss die Stiftung natürlich erst noch ihre Unabhängigkeit unter Beweis stellen. Dabei wird es in erster Linie auf die in der Öffentlichkeit wahrgenommene Arbeit während der Anfangszeit ankommen. Der nächste Punkt ist das Angebot politischer Bildung. Ebenso wie die Erarbeitung von Wissen gehört auch die Vermittlung dieses Wissens zu den Kernaufgaben einer parteinahen Stiftung. Die Partei kann zwar auch Veranstaltungen organisieren und Schulungen durchführen, jedoch hat hier eine unabhängige Einrichtung ebenfalls Vorteile, wie ein einfaches Selbstexperiment verdeutlicht. Man stelle sich vor, die SPD sucht einen Referenten zum Thema Datenschutz. Zu demselben Thema sucht gleichzeitig die Friedrich-Ebert-Stiftung einen Referenten. Für welche der beiden Einrichtungen würde sich nun ein kompetenter Referent entscheiden? Das Gleiche gilt für die potenziellen Teilnehmer einer solchen Veranstaltung, vor allem dann, wenn diejenigen nicht der Partei angehören. Schulungen einer Partei können noch so gut gemeint sein, ihnen haftet dennoch immer etwas von einer Kaderschmiede an. Denn Parteien sollen laut dem Grundgesetz in erster Linie der politischen Willensbildung dienen und somit eine bestimmte Position vertreten, was zumindest in Teilen einem Bildungsauftrag entgegensteht. Ein weiterer Punkt, den ich auch persönlich für sehr wichtig halte, ist die Unterstützung demokratischer Bewegungen in anderen Ländern. Die Regierungen anderer Länder, vor allem solche mit Demokratiedefiziten, sind wenig begeistert, wenn sich deutsche Parteien in ihre Angelegenheiten einmischen, weshalb die Parteien zwar je nach politischer Ausrichtung Kontakte pflegen, in dem Land selbst aber nicht aktiv werden. Auch die parteinahen Stiftungen bewegen sich bei ihren Auslandsaktivitäten immer auf einem schmalen Grat, wie die Ereignisse vor nicht allzu langer Zeit in Kairo schmerzhaft illustriert haben. Dennoch genießen die deutschen parteinahen Stiftungen in den meisten Ländern einen guten Ruf und dienen demokratischen Kräften als verlässlicher Partner. Möglich ist dies nur durch eine gewisse Distanz, die diese Stiftungen zur Partei besitzen. Diese Distanz verschafft ihnen einen Spielraum, der auch von autokratischen Systemen in der Regel unangetastet bleibt. Will die Piratenpartei diese Spielräume nutzen, führt kein Weg an der Gründung einer parteinahen Stiftung vorbei. Ich will Ihnen das mal an einem erlebten Beispiel konkret demonstrieren. Es war Mitte der 80er Jahre. Der ehemalige Bundesminister Baum kam zu Besuch nach Israel. Ich organisierte den Besuch, dabei auch ein Treffen mit dem damals noch lebenden Yitzhak Rabin. Das Treffen fand interessanterweise in den besetzten Gebieten statt und im Laufe des Gesprächs brachte Baum eine Frage an, die er offensichtlich von Genscher mit auf den Weg bekommen hat. Er fragte Rabin, hätten Sie Einwände dagegen, wenn wir demokratische Bewegungen in den besetzten Gebieten bei den Palästinensern fördern würden? Rabin guckte Baum schweigend an, dann guckte er zu mir und dann sagte er, na hören Sie mal, Sie haben doch eine Institution, die das machen kann. Machen Sie mal. Da war ganz klar, die Partei nicht, aber die Stiftung darf es. Das Konzept der Gedankenmanufaktur. Der Begriff Gedankenmanufaktur ist zwar nur der Arbeitstitel des Konzepts, spiegelt aber die Idee wider.
Denn eine Manufaktur vereint mehrere Handwerke unter einem Dach, die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Die Gedankenmanufaktur wäre, wie auch mit Ausnahme der Friedrich-Daumann-Stiftung aller anderen hier interessierenden Stiftungen, ein Verein, der den Idealen der Partei zwar nahesteht, jedoch rechtlich und personell unabhängig ist. Die Gründung eines Vereins an sich ist einfach. Zur Gründung einer parteinahen Stiftung jedoch ist eine Reihe von Fragen zu klären, die weit über die rechtlichen Anforderungen eines Vereins nach dem BGB hinausgehen. Im Falle einer parteinahen Stiftung der Piraten gehören hierzu konkret der Name, die Satzungsziele, die einzelnen Organe und deren Verhältnis zueinander, die Arbeitsweise, der Umgang mit staatlichen Haushaltsmitteln sowie die Beziehung zu den regionalen Bildungswerken der Piratenpartei. Gedankenmanufaktur als Name einer zukünftigen parteinahen Stiftung ist zwar durchaus vorstellbar, aber die endgültige Festlegung des Namens sollte durch einen Beschluss eines Bundesparteitags erfolgen. Der Name ist das erste Aushängeschild des Vereins und sollte daher gut überlegt sein. Grundsätzlich sind alle Begriffe möglich, die einen Bezug zu den Satzungszielen aufweisen. Sofern eine Person als Namensgeber gewünscht wird, sollte diese einen aus Sicht von Demokraten untadeligen Lebenslauf aufweisen, damit fallen unter anderem echte Seeräuber aus, eine von großen Teilen der Bevölkerung anerkannte Leistung erbracht haben, eine Person der deutschen Geschichte sein und einen expliziten Bezug zu den Idealen der Piratenpartei haben. Hier weiche ich ein wenig ab vom Text. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich überlegt, dass vielleicht der explizite Bezug zu den Idealen der Piratenpartei wichtiger wäre, als dass es eine Person der deutschen Geschichte sei. Es könnte ja auch die europäische Geschichte sein. Und da ich es ein bisschen mit Literatur habe, bin ich auf George Orwell gekommen. Und plötzlich dachte ich, eine Stiftung nach George Orwell zu benennen für die Piratenpartei. Ich werfe es einfach mal so in die Debatte. Kommen wir zu den Satzungszielen. Die Ziele in der Satzung einer parteinahen Stiftung müssen mindestens zwei Anforderungen genügen. Erstens muss im Kontext zum Zweck des Vereins die repräsentative politische Grundströmung wiedergegeben werden. Dies ist zum einen im Hinblick auf das Eigenverständnis des Vereins von existenzieller Bedeutung, zum anderen, sofern man das beanspruchen will, auf die Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt, da jede Grundströmung nur durch eine Stiftung vertreten sein darf. Diese Anforderung steht zwar in keinem Gesetz, hat sich jedoch als informelle Regel im Haushaltsausschuss des Bundestages herausgebildet. Zweitens sollten die Ziele den Anforderungen der Finanzbehörden zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit genügen, denn ohne eine solche ist der finanzielle Spielraum erheblich geringer. Ich bin nebenbei Vorsitzender des Fördervereins des PEN-Zentrums deutschsprachiger Autoren im Ausland. Ich kann Ihnen sagen, dass es ein paar Monate der Beratung mit Anwälten und Beamten des Finanzamts gebraucht hat, bis wir die richtigen Formulierungen raus hatten. Das bedeutet auch weiter, dass man in dem Finanzamt ein Kontrollinstrument hat, das tatsächlich jedes Jahr die Buchhaltung prüft. Die im Satzungsentwurf genannten Zwecke orientieren sich zum einen an den Aufgaben einer parteinahen Stiftung, sind zum anderen aber auch durch die Ideale der Piratenpartei geprägt, was sich insbesondere in der politischen Grundströmung ausdrückt, die im Satzungsentwurf mit rational, partizipativ und demokratisch charakterisiert ist. Andere Merkmale, wie zum Beispiel sozial oder liberal, treffen sicherlich auch auf die Piratenpartei zu,
grenzen jedoch die Piraten nicht ausreichend gegenüber den anderen politischen Strömungen ab. Ein weiterer für die Piratenpartei spezifischer Zweck ist die Förderung transparenter Strukturen in der Finanzierung von Parteien und den Parteien nahestehende Einrichtungen. Damit soll sich die Stiftung keineswegs selbst abschaffen, allerdings darauf hinarbeiten, dass unter anderem die Finanzierung der Stiftungen aus Bundesmitteln in Zukunft nicht mehr im Hinterzimmer des Haushaltsausschusses ausgehandelt wird. Das wäre also ganz sicher eine der Aufgaben einer kommenden Bundestagsfraktion und der jetzt bestehenden Landtagsfraktion übrigens auch, dafür zu sorgen, dass da gesetzliche Regelungen geschaffen werden und damit auch Kontrollinstrumente vorgesehen werden. Die Organe, wie jeder Verein, hat auch die Gedankenmanufaktur eine Mitgliederversammlung und einen Vorstand. Darüber hinaus sieht die Satzung ein Kuratorium und einen Verwaltungsrat vor. Der Grund für diese beiden zusätzlichen Organe liegt in der hohen Verantwortung, die der Verein trägt. Um der Gefahr zu begegnen, dass einzelne Personen, sei es unabsichtlich oder mit Vorsatz, dem Verein oder ihren Mitstreitern einen Schaden zufügen, ist die Gedankenmanufaktur nach dem Grundsatz von Checks and Balances ausgestaltet. Die Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung ist das wichtigste Organ. Jeder, der sich mit den Zielen des Vereins identifizieren kann, ist herzlich eingeladen, Mitglied zu werden, womit sich die parteinahe Stiftung der Piraten in einem wesentlichen Punkt von den anderen Stiftungen unterscheidet. Denn diese haben die Mitgliederzahl auf einige wenige ausgewählte Personen limitiert. Die eine Ausnahme stellt hier lediglich die Rosa-Luxemburg-Stiftung dar, wobei die Mitgliedschaft dort allerdings dann vom Vorstand abhängt. Eine solche Beschränkung ist für eine Stiftung der Piraten aufgrund deren Vorstellung von Partizipation kaum vorstellbar. Die Aufgaben der Mitgliederversammlung bestehen vor allem in der Wahl der anderen Organe und Beratung über die im Laufe eines Jahres zu bearbeitenden Themen. Der Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat hat zum einen die Aufgabe, über die Finanzen zu wachen, zum anderen ist der Verwaltungsrat die Schnittstelle zwischen dem Verein und der Piratenpartei. Eine solche Schnittstelle gewährleisten die anderen Stiftungen, indem sie nur eine begrenzte Zahl honoriger Personen, die in der Regel der Partei angehören, als Mitglieder zulassen. Dieses Verfahren ist zwar weder partizipativ noch transparent, sichert aber eben auch die Nähe der Stiftung zur Partei. Da die Piraten einen solchen Weg jedoch nicht gehen und dementsprechend keinem die Mitgliedschaft vorenthalten wollen, soll der Verwaltungsrat sicherstellen, dass sich die Gedankenmanufaktur nicht von den Idealen der Partei in einem schleichenden Prozess verabschiedet. Die Schnittstelle der Partei zur Gedankenmanufaktur besteht in dem Vorschlagsrecht der Landesverbände der Piratenpartei zur Wahl des Verwaltungsrats durch die Mitgliederversammlung. Auf diese Weise wird einerseits die Nähe der Stiftung zur Partei sichergestellt, andererseits aber auch die Unabhängigkeit der Stiftungsarbeit gewährleistet. Da erstens die Verwaltungsratsmitglieder nicht der Partei angehören müssen und zweitens die Landesverbände nur Personen vorschlagen, aber nicht bestimmen können. Ein ähnliches Verfahren hat die Heinrich-Böll-Stiftung gewählt, nur mit dem Unterschied, dass dort die Bundespartei, die Bundestagsfraktion, die Landesstiftungen oder der Freundeskreis die maximal 49 Personen zur Mitgliederversammlung vorschlagen. Der Vorstand. Allgemein führt der Vorstand die Geschäfte des Vereins. Konkret bedeutet dies neben der Erledigung aller administrativen Aufgaben die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Betreuung der ehrenamtlichen und eventuell zu gegebener Zeit angestellten Mitarbeiter, Koordination und Abstimmung mit dem Kuratorium und den Schnittstellen zur Partei
sowie Erledigung der Öffentlichkeitsarbeit in Form der Zusammenarbeit mit der Presse und Publikation von Studien, Tagungsbänden und anderen Veröffentlichungen. Thematisch orientiert sich der Bundesvorstand an den Vorgaben des Kuratoriums und der Mitgliederversammlung. Die Arbeit des Vorstandes unterliegt dabei der Kontrolle sowohl der Mitgliederversammlung als auch des Verwaltungsrats. Das Kuratorium nun. Die Einrichtung eines Kuratoriums oder eines ähnlichen Organs ist zwar gesetzlich nicht zwingend erforderlich, hat sich jedoch insbesondere bei gesellschaftsbezogenen und wissenschaftlich arbeitenden Einrichtungen als Standard etabliert. Ein Kuratorium hat prinzipiell zwei Aufgaben. Erstens beraten die Kuratoren den Vorstand und stellen die Wahrung wissenschaftlicher Standards sicher. Zweitens ist das Kuratorium das Bindeglied zwischen der Stiftung und den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, weshalb die Kuratoren Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft sein sollen und so durch den Blick von außen die Qualität und gesellschaftliche Relevanz der Arbeit gewährleisten. Arbeitsweise der Gedankenmanufaktur. Zuerst einmal gibt sich der Verein eine Agenda über die zu erarbeitenden Themen. Dazu erarbeitet das Kuratorium einen Vorschlag, der von der Mitgliederversammlung beraten wird. Dabei soll die Gedankenmanufaktur keine politischen Programme ausarbeiten, sondern nur und ausschließlich Wissen zu komplexen Themen generieren, die jedem Bürger frei zur Verfügung steht. Zu diesem Zweck steht der Gedankenmanufaktur eine Reihe verschiedener Instrumente zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem eigene Studien und die Vergabe von Forschungsaufträgen, die Unterstützung von Stipendiaten. Und hier muss man wirklich sagen, dass die Vergabe von Stipendien bei allen Stiftungen der politischen Parteien, die wir kennen, eine beträchtliche und sehr wichtige Aufgabe ist, die nicht zu vernachlässigen sein wird. Die Publikation von Forschungsergebnissen über den eigenen Verlag und in Zusammenarbeit mit den regionalen Bildungswerken, wir haben ja heute schon gehört, dass es die gibt in Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Bayern beispielsweise, also in Zusammenarbeit mit den regionalen Bildungswerken, Workshops, Tagungen, Seminare, Schulungen. Dabei wird die Stiftung auch zu einem möglichst frühen Zeitpunkt den Kontakt zu anderen Ländern und internationalen Organisationen suchen. Und hier kommt eine weitere Funktion einer solchen Stiftung, ihrer Arbeit und ihrer Möglichkeit. Und dazu, ich finde es schade, dass im Augenblick niemand von der PPI hier ist, die Piraten International. Ich gebe jetzt nur ein Beispiel. Wir haben durch die Entwicklungen in den letzten Monaten im Nahen Osten, Piratenparteien sind gegründet worden in Tunesien, in Israel, im Libanon. Der Kontakt läuft teilweise schon über E-Mail und persönliche Kontakte, teilweise noch über Twitter. Von allen kommt die Anfrage, wir wollen Kontakt zu euch halten, wir wollen mit euch gemeinsam Veranstaltungen machen. Die Israelis kommen jetzt und sagen, im Januar gibt es Wahlen, könnt ihr uns Ratschläge und Hilfe geben? So etwas kann nur mit Hilfe einer solchen Stiftung passieren. Der Umgang mit staatlichen Haushaltsmitteln. Wie eingangs erläutert, bedarf die Finanzierung einer parteinahen Stiftung aus Mitteln der öffentlichen Haushalte einer gesonderten Diskussion. Derzeit sind auf Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundestages im Rahmen des jährlichen Bundeshaushaltsgesetzes für 2012 rund 98 Millionen Euro Globalzuschüsse im Einzelplan des Bundesministeriums des Innern und 247 Millionen Euro im Einzelplan des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur Förderung entwicklungswichtiger Vorhaben der politischen Stiftungen eingestellt. Darüber hinaus erhalten die Stiftungen Zuwendungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, des Auswärtigen Amts und der Europäischen Union
sowie gegebenenfalls weiterer öffentlicher Stellen. So weist selbst die kleinste Stiftung der zurzeit im Bundestag vertretenen Parteien, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, für 2011 Zuwendungen in Höhe von über 42 Millionen Euro aus. Ich warne jetzt zu denken, wenn man eine politische Stiftung macht und wenn die Satzung in Ordnung ist und verabschiedet ist und der Bundesparteitag es beschlossen hat, dass dann so ein warmer Regen kommt, über den man frei verfügen kann. Ich kann Ihnen Geschichten erzählen bei den anderen Stiftungen, wo die Mitarbeiter dann da irgendwo in Konferenzräumen sitzen und durch die Glasscheiben sehen sie draußen im Garten Personen im Zivil spazieren und dann sagt der Vorsitzende des Vorstandes der Stiftung ganz nebenbei, das sind die Herren vom Bundesrechnungshof. Und nachher sehen Sie die Leute aus der Buchhaltung ganz blass sitzen. Also da sind Kontrollen, ob es das Bundesverwaltungsamt ist oder ob es der Bundesrechnungshof ist. Man soll nicht denken, hier wären einfach Gelder, die zum Fenster rausgeworfen werden. Des Weiteren erhalten die Stiftungen respektive deren Landesorganisationen, und das bezieht sich dann so auf die Bildungswerke der einzigen Länder, Mittel aus den Haushalten der Bundesländer. Beispielsweise wurden im Haushaltsplan Nordrhein-Westfalens für 2011 über 2 Millionen Euro nach dem Schlüssel 33111 verteilt, was etwa für die Linke, so um die Größenordnung des Prozentsatzes klarzumachen, einen Betrag von 223.000 Euro bedeutete. Das heißt, würde ich jetzt übersetzen, wenn wir jetzt Stiftungen hätten, die Fraktionen müssten jetzt sofort sich an die Arbeit machen und diese Mittel für ihre Stiftungen einfordern. In Nordrhein-Westfalen allemal, da wir ja in wenigen Wochen einen Doppelthaushalt in Nordrhein-Westfalen verabschieden werden. Das heißt, jetzt finden ja schon Festlegungen für in 2 Jahren statt. Ob nun diese Mittel für eine den Piraten nahestehende Stiftung beansprucht werden, liegt in der Entscheidung eben der Fraktionen der in den Parlamenten vertretenen Piraten. Dass die Finanzierung von Studien oder Veranstaltungen zu Themen der Piratenpartei einen Nutzen für die jeweilige Fraktion bedeutet, ist unzweifelhaft. Es bleibt aber die Frage, wie die Piraten mit dem intransparenten Verfahren umgehen sollen. Denn die Piraten stehen dieser Form der verdeckten Parteienfinanzierung grundsätzlich kritisch gegenüber. Andererseits würde der Verzicht auf Mittel, die grundsätzlich von der Fraktion beansprucht werden können, nur die politischen Wettbewerber stärken. Das Konzept der Gedankenmanufaktur sieht daher explizit per Satzung vor, das derzeit bestehende Verfahren zugunsten einer transparenten und demokratisch legitimierten Finanzierung für Forschung, politische Bildung und Entwicklungszusammenarbeit abzuschaffen. Also legislative Arbeit für unsere Fraktionen in den Landtagen und später dann im Bundestag. Die Beziehung zu den regionalen Bildungswerken der Piratenpartei. Meines Erachtens einer der wichtigsten Punkte. Bildungswerke einer Partei arbeiten in der Regel mit Seminaren, Vorträgen oder Workshops als Träger für die politische Weiterbildung. Sie informieren Parteimitglieder, aber auch andere Interessierte im Umfeld der Partei über Konzepte und Studienergebnisse, aber ebenso über die Arbeit in einem Ehrenamt oder Kommunikation im Wahlkampf. Sie sind damit für eine Partei unerlässliche Kanäle zur Verbreitung von Informationen und so Teil eines jeden Stiftungskonzepts. Dementsprechend sieht die Gedankenmanufaktur die regionalen Bildungswerke als Teil eines bundesweiten Gesamtkonzepts vor. Zum einen zeichnet sich dieses Konzept durch eine effiziente Arbeitsteilung zwischen den Stiftungen auf Bundesebene und den regionalen Einrichtungen aus. So können beispielsweise wissenschaftliche Studien von der Gedankenmanufaktur erarbeitet werden, um dann die Erkenntnisse daraus den Bildungswerken für regionale Veranstaltungen und Schulungen zur Verfügung zu stellen. Ebenso profitieren die Bildungswerke von den Organisationen bundesweiter oder europäischer Kongresse
durch die Gedankenmanufaktur oder deren Erfahrungen im Ausland. Das arbeitsteilige Konzept spiegelt sich in dem Satzungsentwurf der Gedankenmanufaktur wider, wonach die Landesverbände das Vorschlagsrecht zur Verwaltungsratswahl ihren Bildungswerken übertragen können. Auf diese Weise wird die Partizipation der Bildungswerke der Bundesländer, der Landesverbände auch formal gewährleistet, ohne die Selbstbestimmung der Landesverbände in Frage zu stellen. Damit beende ich meinen Teil und werde Babak jetzt bitten, kurz sozusagen die Satzung selber noch vorzustellen. Erst einmal vielen Dank. Im Prinzip ist schon sehr viel dazu gesagt worden, was in der Satzung, ich habe mein großes Exemplar jetzt gerade nicht, auftauchen wird. Am Ende des Handouts, was ihr eben erhalten habt, habt ihr ein kleines Organigramm, das die Struktur und die Verwicklungen zwischen den einzelnen Bereichen verdeutlichen soll. Wir haben eben darüber gesprochen, oder Peter hat es eben kurz angesprochen, dass es eine Verbindung zwischen der Piratenpartei und der Stiftung geben muss. Das ist einfach so. Die Stiftung kann nicht vollständig unabhängig sein. Trotzdem haben wir ein Problem. Wir wollen, dass die Stiftung so unabhängig wie möglich ist. Das heißt, es gibt im Prinzip nur zwei dünne Stricke, die satzungstechnisch die Stiftung an die Partei binden, beziehungsweise eins ist satzungstechnisch und das andere ist finanziell. Den Fraktionen der jeweiligen Länder steht es grundsätzlich frei, wem sie die Gelder zugestehen wollen. Das bedeutet natürlich dann auch, dass wenn ein Bildungswerk oder die Stiftung nicht mehr so agieren würde, wie die Piraten das selber möchten, könnte an der Stelle der Geldfluss komplett gestoppt werden. Aber das wäre das drastischste Mittel. Eigentlich soll ja eine vernünftige Koexistenz gewährleistet sein. Und genau dafür ist es halt so, dass die Landesverbände das Vorschlagsrecht haben. Ja, man kann es da oben lesen. Das Vorschlagsrecht von zwei Mitgliedern, die dann in den Verwaltungsrat beziehungsweise dann auch in die Mitgliederversammlung gehören. Ich muss gestehen, an dieser Satzung zu arbeiten und ihr einen piratigen Touch zu geben, war sehr spaßig, ist aber sehr lange her. Und ich würde es begrüßen, wenn ihr Fragen habt und das nicht eindeutig geklärt ist, dass wir das möglicherweise morgen nochmal vernünftig klären. Da stehe ich euch gerne für alle Fragen, die diesbezüglich auftauchen sollten, zur Verfügung. Und ansonsten frage ich jetzt mal, was sonst noch für Fragen existieren. Chrissy.
Also im Auto wolltet ihr mir ja nicht darauf antworten, weil ihr gesagt habt, das erledigt sich vielleicht während des Vortrages. Aber ich hatte gesagt, ich würde mir sowas wünschen, wie dass sich irgendwie in der Satzung oder in der Präambel oder worin auch immer niederschlägt, was wir mit den Ergebnissen der Stiftung machen. Also wenn wir Studien erstellen, sind die dann prinzipiell öffentlich oder werden wir dafür sorgen, dass sie unter CC-Lizenz oder Ähnliches gestellt werden. Also ich fände das halt sehr wichtig, weil das ist der größte piratische Touch, den ich mir wünschen würde. Öffentlich und kostenlos. Danke. Fertig. Für mich ist halt nur nicht ganz geklärt, ob das tatsächlich in die Satzung muss. Aber sollte es so sein, gehe ich von aus, die Satzung ist nicht in Stein gemeißelt. Man kann immer noch dran arbeiten. Aber das ist stetiger Fluss gewesen in den letzten, im komplett letzten Jahr, dass sobald neue Dinge, neue Punkte hinzukamen, dass die dann halt mit beachtet worden sind. Eine spontane Frage. Erstmal vielen Dank für den fundierten und ja, sehr informativen Vortrag. Fand ich schön, dass hier schon so viel Vorarbeit da ist. Zu der Struktur, dem Organigramm, hätte ich eine Frage, weil ich habe mir mal im Vorfeld auch die Geschichte der anderen Stiftungen angeschaut, unter anderem der Böll-Stiftung. Und die haben irgendwann die Komplexität vereinfacht. Und da ist das noch ausdifferenziert. Also ihr habt einen Verwaltungsrat, der quasi eben die Partei vertritt, die verschiedenen Landesverbände, und ihr habt eine extra Mitgliederversammlung. Und es ist, hat eine Logik, möglichst viel Partizipation, Mitwirkung zuzulassen. Aber in Böll hat es irgendwann so gelöst, dass sie quasi die Mitgliederversammlung zum Verwaltungsrat gemacht hat, also restriktiv nur noch 49 Mitglieder in dem Verein lässt, die die Landesverbände vertreten. Das reduziert natürlich auch die Komplexität. So, und macht das Ganze vielleicht irgendwo handlungsfähiger, als ich mir vorstellen kann, wenn es so ist, ein riesen Apparat, der permanent mit am Leben gehalten werden muss. Ist insofern, ja, ist okay. Die Frage nur, ob das bedacht ist, oder, also ob das Komplexitätsproblem mit bedacht ist oder ob das bewusst so komplex gemacht ist. Peter, Sekunde. Also bewusst gemacht, weil die Abhängigkeit soll reduziert werden. So, bei den Grünen ist, es, ist die Abhängigkeit vom Vorstand schon stärker gegeben. Ja, aber ihr meint, das ist noch so arbeitsfähig? Denke schon. Also die Satzung sieht auch vor, dass die Mitgliederversammlung, wenn sie einberufen wird, es gibt ein gewisses, eine Mindestanzahl an Mitgliedern, die da sein müssen für die erste Einberufung. Und ich muss sagen, das habe ich von den Senioren, also die Partei der Seniorinnen und Senioren, das habe ich von denen gelernt. Die haben grundsätzlich eine Einladung mit zwei Einladungen. Und zwar die zweite Einladung erfolgt ungefähr eine halbe bis eine Stunde nach der ersten. Das heißt, wenn nicht genügend Mitglieder auftauchen, dann steht in der Satzung drinne, und das ist auch bei unserer Satzung hier, die ihr im Handout habt, ist das auch der Fall, steht drinne, dass eine zweite Mitgliederversammlung einberufen werden kann. Und diese zweite Mitgliederversammlung ist nicht mehr abhängig von der Anzahl der Mitglieder. Das heißt, selbst wenn wir mal 500 Mitglieder hätten und eigentlich müssten 50% anwesend sein, und sie sind es nicht, eine halbe Stunde oder Stunde später könnten halt diejenigen, die da sind, tatsächlich arbeiten. Insofern besteht weiterhin ein handlungsfähiger Strang, also die Handlungsfähigkeit bleibt gegeben, auch dann, wenn mal so ein Fu passiert, dass nicht genügend Leute da sind. Ich habe da noch eine Frage zu der Unabhängigkeit. Also mir ist auch aufgefallen, dass bei den anderen Stiftungen, wie eben bei der CDU, bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, die, die im Vorstand sitzen, also der ist ja auch riesengroß, der Vorstand, zum Beispiel auch der Lammert, Merkel, Röttgen und so weiter sind. Ich frage mich dann auch immer, wo bleibt dann die Unabhängigkeit des Ganzen und wie weit wollen wir das eben verhindern, dass der Parteivorstand dann gleichzeitig unser Vorstand wird, weil ja die Leute ja an sich populär sind und sicherlich auch gewählt werden. Prinzipiell haben die Landesverbände nur ein Vorschlagsrecht. Gewählt wird durch die Mitglieder selber.
Insofern, wenn es jemand durch sein Charisma schaffen sollte, tatsächlich in beiden Fällen gewählt zu werden, dann hoffe ich, dass er moralisch in Ordnung ist. Dann hätte ich auch nichts dagegen. Ansonsten gehe ich davon aus, dass die Intelligenz der Leute sie dazu befähigt, diese Wahl so auszuführen, dass kein Vollidiot an der Spitze stehen wird, der uns alle beschämend dastehen lässt. Ich würde gerne nochmal auf diese Frage antworten. Das Parteigesetz verbietet diese Doppelvorstandsrolle. Also es darf ein Vorstand in einer Partei darf keine Rolle, also gleich ähnliche bildende Rolle in einem Vorstand einer parteinahen Stiftung wahrnehmen. Das verbietet das Parteigesetz. Und auf der anderen Seite haben die parteinahen Stiftungen eine gemeinsame Erklärung abgegeben, indem sie diese Forderung des Parteigesetzes noch wesentlich weiter ausweiten. Ich könnte das nochmal über die Mailingliste AG parteinahe Stiftung, diese gemeinsame Erklärung nochmal rumschicken. Da ist es nochmal genau ausformuliert, um diese deutliche Abhängigkeit vom Prinzip Einhalt zu gebieten. Danke. Ich habe noch mal eine Frage zum Vorschlagsrecht. Also wir haben diesen Verwaltungsrat und da sind irgendwie 1632 Leute drin und die machen ja diese Vorschläge dann fertig und aus denen, also eigentlich ja nur aus deren, also ich wollte das nur zum Verständnis nochmal, nur aus deren Kreis können dann ja nun mal Vorstände gewählt werden, richtig? Nein. Okay, wo kommen die restlichen Vorschläge her? Wenn man jetzt, sagen wir mal, da die einigen sich, die 16 Leute, irgendwie auf 3-4 Kandidaten, jetzt sagt die Mitgliederversammlung keinen mit einer einfachen Mehrheit rüber und dann? Also prinzipiell, das Vorschlagsrecht bedeutet nicht, dass diese Leute diejenigen wählen, sondern sie dürfen vorschlagen. Ja, das habe ich verstanden. Gut, aber das Alleinigerecht besteht ja nicht bei denen. Die Liste der Kandidaten, wie wird die gebildet? Weil das ist ja der Sinn von einem Vorschlagsrecht, oder habe ich da was falsch verstanden? Das ist richtig. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob Sie das alleinige Vorschlagsrecht haben. Ich glaube nicht. Also so wie ich das nämlich jetzt hier in der Satzung gelesen habe, steht da natürlich nicht alleiniges Vorschlagsrecht. Aber wenn kein anderer ein Vorschlagsrecht hat, dann haben Sie de facto das alleinige Vorschlagsrecht. Im Regelfall hat die Mitgliederversammlung selber auch Vorschläge oder das Vorschlagsrecht. Ja, wenn man es ihm per Satzung jetzt gibt. Dafür kann man die Satzung noch ändern. Deswegen frage ich. Prima. Hallo, ich habe auch noch eine Frage zur Mitgliederversammlung. Und zwar, der erste Bullet Point ist Wahl der Mitglieder. Was soll das bedeuten, bitte? Da muss ich dich... In der Satzung. Ja, da muss ich dich allerdings auf morgen wahrscheinlich verweisen. Da werde ich mir jetzt per se direkt kein Urteil erlauben. Ich heiße leider nicht Michael Schorn. Der könnte das garantiert aus dem FF, aber der ist leider ein paar tausend Kilometer weit weg. Aber ich werde versuchen, es bis morgen zu erarbeiten und wir reden gleich nochmal, damit ich mir das vernünftig aufschreibe und dann eine Lösung versuche zu finden. Nach oben drücken, den Schieberegler. Ja, also ich bin auch im Kreisvorstand tätig und da ist mir jetzt eine Regelung aufgefallen, Paragraph 7, der letzte Absatz. Da geht es darum, dass bei Rechtsgeschäften ein Vorstandsmitglied ab 500 Euro aufwärts die Zustimmung eines weiteren Vorstandsmitglieds braucht. Ich glaube, das ist in der Praxis zu wenig. Da müsste man dann wirklich noch mehr Sicherungsfunktionen einbauen, damit man dann auch mehr Augenprinzip hat und dass das dann insgesamt auch fundierter in der Entscheidung abläuft. Nochmal zu meinem Verständnis, ist dir der Betrag zu gering oder ist die Partizipation dir zu gering? Die Kontrolle ist mir zu gering, also das heißt, es müssten einfach mehr Personen bei höheren Beträgen diese Entscheidung zusammentreffen. Also akzeptiert. Ja. Ich habe eine kleine Bitte. Alles, was ihr jetzt hier gerade dran tut, ich schreibe mir das ja gerade nicht auf. Es würde mich freuen, wenn ihr das kurz auflistet oder aufschreibt und dann einfach per E-Mail reinreicht. Ich gehe davon aus, also alles, was ich bisher jetzt so hier gehört habe, kann man sauber einarbeiten und
ich sehe da auch keine Widersprüche drin. Babak? Ja? Wollen wir ein Pad aufmachen, vielleicht hier jetzt für die Veranstaltung? Prima. Falls... Wir haben Internet? Nee, wir haben, aber einige Leute haben Internet, sehe ich, deswegen könnten die ja in diesem Pad was notieren und mitschreiben. Im Notfall hätte ich auch noch einen Zugriff, ja. Ich würde sagen, wie der Hashtag PSFFM einfach, ich mache mal ein Pad auf. Da waren einige schneller als du. Aber die Idee ist gut, danke. Also ich finde die Idee ganz hervorragend, vor allen Dingen durch die Nichtbegrenzung der Mitgliederzahl, wie das bei den anderen Stiftungen ist. Und dadurch ergibt sich natürlich auch die etwas komplexere Darstellung. Aber ich finde, dass es ein sehr gelungener Organisationsvorschlag ist. Danke. Vielen Dank für das Lob. Es haben sehr, sehr viele Leute dran gearbeitet. Also der Michael Schorn in Bezug auf Stiftung, dann die Lisa Gerlach, unsere Schatzmeisterin aus Köln, hat das Ganze auch schon mit der Finanzdirektion ein wenig klamüsert. Das heißt, an der Stelle ist auch schon einiges geschehen. Das Ganze ist durch mittlerweile, ja, einige Landesvorstände haben es auch schon zu Gesicht bekommen. Es wurde auf der Marina Kassel letztes Jahr vorgestellt und auch von Sebastian und René leicht auseinandergenommen. Insofern hat dieses Konzept schon eine sehr lange Reise für mein Dafürhalten hinter sich. Aber wie wir gerade hier feststellen, es gibt immer noch Dinge, die man verbessern kann. Ja, allerdings, also vor allen Dingen ist es halt spannend, also wir haben ja jetzt die Öffnung so des Mitglieder, da können 1000 Leute oder 10.000 oder vielleicht auch einfach alle Piraten haben wir 35.000 Mitglieder. Das ist natürlich irgendwie lustig, dass man, wenn man jetzt in der Satzung noch drinstehen hat, wie zum Beispiel halt, also diesen Konrad-Adenauerschen Absatz von wegen, ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, dann ist einfach alle, die da sind und so weiter. De facto führt das natürlich sowieso dahin. Also ich meine, dann kann man sich den Rest eigentlich fast schon schenken. Dann kann man gleich in die Satzung reinschreiben, naja, beschlussfähig ist die Mitgliederversammlung, wenn halt Leute da sind. Ja, also nee, verstehst du, was ich meine? So, jetzt komm, wir machen mal ein Spiel. Also das ist ein Verein. Das ist jetzt nicht nur irgendein Verein, weil wir wollen keine Blumen züchten, ja, sondern wir machen da politische Arbeit. Und wir kriegen da Geld für. Also das ist ja großartig. Und jetzt... Wer kriegt da Geld für? Ja, also dieser Verein hat Mittel, um es anders zu formulieren. Eventuell, das ist ja irgendwie das Ziel. Ja, er bekommt Mittel an die Hand, die er verwerten kann. Das heißt nicht, dass er prinzipiell direkt Geld kriegt. Das ist nicht das, worauf ich hinaus will. Okay. Ich will sagen, es werden irgendwie, dort kann Arbeit stattfinden. So, das heißt, es ist relevant, da zu sein. Deswegen sage ich, es hat auch eine Relevanz für Leute, dort Mitglied zu werden und mitgestalten zu können. Ja? Und das führt dazu, dass wir natürlich davon ausgehen können, dass so ein Verein relativ schnell, also für jeden inhaltlich interessierten Piraten zum Beispiel, sehr interessant ist, da natürlich mitzumachen. Und dann gehen wir mal, können wir auch irgendwie einen Schritt weitergehen und sagen, ja, dann haben wir relativ fix irgendwie 10.000 Mitglieder in dem Verein. Und dann haben wir da eine Regelung drinstehen, die sagt, naja, die Mitgliederversammlung ist dann beschlussfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder da ist. Das wären dann in dem Fall 5.000 Mitglieder. So, jetzt würde ich gerne mal Matthias Schrade fragen, welche Halle er sich dafür vorstellt, weil er hat ja Erfahrung drin bei Parteitagen. Also ist nur so, du weißt, was ich meine, so eine Real-Life-Veranstaltung mit 5.000 Leuten vielleicht. So, und dann, das heißt, das erreicht man de facto nicht. Da werden keine 5.000 Leute in eine Real-Life-Veranstaltung kommen. Ergo, es wird immer zum Beispiel dieser Paragraph ziehen mit, die Hälfte ist nicht da, also machen wir mit denen weiter, die jetzt da sind. Also das ist hier nicht nur... Also dieser Paragraph ist jetzt hier nicht nur irgendwie ein Nothangel, sondern es wird de facto die Struktur sein. Also ich denke nicht, dass man da sich was anderes vormachen muss, als dass so, da kann man den Rest, also das sind so die Punkte, die an dieser Satzung halt irgendwie pretty nice sind, aber die irgendwie, wenn man da mal das dann einmal weiterdenkt, einfach sieht so, okay, dann muss man vielleicht nochmal irgendwie grundsätzlich drüber nachdenken, weil sonst macht man den Workaround oder die Notfallebene halt zum Standard. Ganz ehrlich gesagt, ich kenne das, wenn ich Programme schreiben würde, was ich nicht mehr tue. Da will ich, dass das effizient ist. Hier soll aber definitiv auch durch die Satzung gezeigt werden, dass die Leute erwünscht sind. Und das tut man im Prinzip damit. Wenn man irgendwann tatsächlich einen de facto Standard hätte,
Und ich gehe davon aus, am Anfang wird es hoffentlich nicht so sein. Also für die ersten, ich sag mal, 2-3 Perioden, Wahlperioden, hoffe ich, dass das definitiv nicht so sein wird. Dann kann man, weil Satzungen sind an der Stelle nicht unbedingt in Stein gemeißelt, außer du gibst ihnen eine Ewigkeitsklausel, kann man das auch wieder ändern. Aber ich will, dass die Leute wissen, dass sie erwünscht sind. Und wenn ich dann hingehe und sage, wir haben erstmal eine 50%-Hürde und will sie dann dabei haben, ich kann es auch mal so laufen lassen, dass wir nicht für denselben Tag zweimal einladen. Aber die Leute müssen in irgendeiner Weise zu hören und zu sehen bekommen, sie sollen da sein. Sie sollen partizipieren. Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist ein Verein, da müssen die Mitglieder, das ist das höchste Gremium, die müssen zusammenkommen, die müssen reden. Also es ist ja nicht eine nette Einladung mit so, ey, wir wollen euch dabei haben, sondern nee, die sind die Leute, die das Ding irgendwie machen und der Rest. Nein, hier geht es um die Mitglieder. Ja, die Mitglieder sind ja das, die den Verein am Laufen halten. Die ja. Mitgliederversammlung ist das höchste Organ. Also das ist ja nicht mit, hey, wir wollen euch voll gerne dabei haben. Nee, die sind die Chefs von dem Laden. Von daher, das hat also nicht so viel mit der Metaebene zu tun. Ja, aber muss ich an der Stelle die Satzung so explizit lean halten? Stört es im Prinzip, diesen Passus drin zu behalten? Weil selbst wenn es an der Stelle zum Status quo werden würde, dass man immer die zweite Versammlung nehmen müsste, wäre es ein Schaden? Ich wollte dazu grundsätzlich, ja, da kann man drüber reden, ja, also es ist ein bisschen strange, so eine Regelung drin zu haben, die man sagt so, ja, im Notfall, wenn, aber man eigentlich genau weiß, okay, das wird halt immer der Notfall sein. Eigentlich wollte ich eher dazu anregen, dass man an dem Punkt einfach nochmal drüber nachdenkt, so, okay, gibt es da nicht irgendwie eine wesentlich sinnvollere Art, das zu handeln? Also einfach nochmal davon abzurücken und nochmal drüber nachzudenken, wie kann man denn wirklich eine Partizipation irgendwie von so einer Haufen Mitglieder irgendwie möglich machen? Dass das irgendwie in einer großen Turnhalle mit 10.000 Leuten irgendwie schwierig wird, ist halt so die Frage. In der Satzung steht meines Wissens drin, dass die elektronische Teilnahme explizit auch mit aufgenommen ist. Insofern, du brauchst nicht unbedingt eine Halle von 10.000, aber ganz ehrlich, eine dezentralisierte Versammlung würde mir auch Spaß machen. Aber die würde mir explizit Spaß machen. Ja, über die Probleme von dezentralen Versammlungen denken wir schon länger auch als Partei drüber nach, um das Problem mit Bundesparteitagen oder sonst was zu lösen. Ja. Online-Tools ist natürlich jetzt hier als Punkt 8 ein bisschen vage gehalten. Natürlich. Vor allen Dingen, soweit sie den Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechen, ja. Das ist ja explizit noch nicht vorgesehen. Das heißt, im richtig, Endeffekt werden wir bei den Real-Life-Veranstaltungen und Gezappel halt sehen. Ich wollte nur anregen, dass man da nochmal eventuell drüber nachdenkt, weil der Workaround wird hier zum System gemacht. Wie gesagt, wenn es keinen Schaden produziert, dass der Workaround drin ist, beziehungsweise der Ursprung drin ist und der Workaround sozusagen immer wieder zum Tragen käme, dann würde ich es als nicht problematisch ansehen. Wenn dauernd der Workaround angewandt werden muss, wird das sehr schnell klar sein. Und wie gesagt, danach kann man die Satzung nochmal neu ändern. Mit 2/3 der Mitglieder. Nö. Siehst du? Genau. Entschuldigung. Aber da macht man das den Leuten auch eventuell ein wenig mehr klar. Ich will jetzt mal längere Zweigespräche hier etwas vermeiden, weil genau solche Detailklärungen, die machen wir wahrscheinlich besser morgen und möglicherweise in Arbeitsgruppen, weil sonst zerfranst die ganze Diskussion, beziehungsweise ein Teil wird sich irgendwann verabschieden wahrscheinlich innerlich. Wir haben jetzt eine Wortmeldung dort, die ist schon länger an und dann hier und dort. Ja, ich habe eine Frage eher, die ins Globale zielt. Zwei Stück. Einmal, möchte die Stiftung Gelder von der durch die staatliche Parteienfinanzierung in Anspruch nehmen? Das heißt also, soll Gelder aus öffentlichen Mitteln beantragt werden oder nicht? Ist ja. Das? Sekunde. Also mein Argument wäre ja, bei gleichzeitigem Auftrag an die Fraktionen, sich um eine gesetzliche Regelung der Vergabe
zu bemühen, die eine größere Transparenz und Kontrolle gewährleisten. Aber auf keinen Fall, da würde ich sehr stark, auf keinen Fall sozusagen zu, nee, dazu sind wir uns zu gut und das Geld überlassen wir der CDU und der FDP. Ja, also das halte ich für eine ganz hervorragende Einstellung, weil damit kann man dann auch die Tätigkeit dieser Stiftung letztendlich finanzieren. Nur eine kleine Anmerkung, das steht nämlich noch nicht in der Satzung vielleicht. Da steht eben nur, dass es sich aus Spenden, Zuwendungen, freiwilligen Beiträgen finanziert. Ich habe das mal nachgeschaut, bei anderen Parteien ist dieser Betrag, die haben das natürlich auch, der liegt ungefähr bei 0,25% des Budgets. Das heißt, wenn wir es nur so machen würden, wie es jetzt momentan noch drin steht, wären wir eigentlich nicht arbeitsfähig. Das heißt, wir müssten an der Stelle die Satzung ändern? Also man müsste es halt ich einfach nur explizit sagen. Ich glaube, das war gewünscht. Genau. Entschuldigung, okay. Beiträge bitte möglichst nur mit Mikrofon. Das geht nicht nur um die Verständlichkeit hier im Raum. Das geht auch darum, dass im Stream wirklich nur das ankommt, was ihr ins Mikrofon sprecht. Das heißt, jemand, der den Stream verfolgt und eine Antwort ohne Mikrofon, der sieht die nur und denkt sich, und so what? Was ist da jetzt gesagt worden? Ja, jetzt geht's dann hier wiederhole vorne ich das nochmal kurz. Sie hat gerade angesprochen, dass in der Satzung Zuwendungen drinsteht. Und genau das meinte ich gerade, ist auch erwünscht, weil auch die Zuwendungen aus den Fraktionen sind Zuwendungen. So, hier vorne und dann dahin. Ja, also ich habe auch so einen Punkt bei Paragraph 6.1, dass die Mitgliederversammlung sich selbst wählt, irritiert mich jetzt ein bisschen, so von der Formulierung her, aber das ist eher nur ein Beispiel. Also ich würde dafür plädieren, dass wir diese Diskussion an Satzungsformulierungen nicht jetzt hier im Plenum machen, sondern dass wir die erstmal versuchen, im Gespräch mit denen, die die Satzung erstellt haben, zu klären. Da lässt sich vielleicht schon das eine oder andere machen. Und ich fände es auch überhaupt nicht schlimm, wenn wir auf der Gründungsversammlung an manchen Punkten mehr als einen Vorschlag hätten, den wir dann dort abstimmen. Weil ich kann da mit dem einen wie mit dem anderen leben. Ja, und ich möchte auch keine Prognosen abgeben, ob diese Gründungsversammlung hier in so einem Raum stattfinden kann. Ich würde eher befürchten, dass sich da keine 100 Menschen auf den Weg machen, als dass das mehrere Tausend sind. Ja, ich habe eine Anmerkung und noch einen Punkt zu der Mitgliederversammlung. Erstens die Anmerkung, ich habe bei meiner Vorstellung unterschlagen, dass ich im Moment auch eine Beauftragung für internationale Koordination habe der Partei. Namentlich aber für Europawahl. Trotzdem kann ich natürlich, weil die anderen Koordinatoren bei mir im gleichen Team sind, sozusagen diesen Kontakt herstellen. Nicht nur hier für die Veranstaltung, sondern auch im Aufbau, wenn das gewünscht ist. Kann aber auch was mitnehmen. Und das Zweite ist, bei der Mitgliederversammlung sehe ich, wenn man die beiden extremen Probleme sieht, entweder wir haben viel zu wenig Mitglieder, dann sehe ich in dem jetzigen Entwurf das Problem eigentlich dadurch gelöst, dass die Mitgliederversammlung gerade kein Vorschlagsrecht hat. Damit wäre auch das Problem gelöst, dass man nur ganz, ganz wenige Leute zufällig da hatte, die überhaupt wählen. Das wäre nämlich, wenn die Mitgliederversammlung selbst ein Vorschlagsrecht hätte, sehr wohl ein Problem. So aber sehe ich das im Moment nicht, weil ich das als exklusives Vorschlagsrecht sehe. Im anderen Extrem, wenn wir ganz, ganz viele Mitglieder haben, müssten wir uns meines Erachtens aber dann vielleicht überlegen, wie sozusagen die Kostenquote ist. Wir wollen ja nicht eigentlich, denke ich mal, Mittel aus der Stiftung abziehen für Mitgliederversammlungen, wenn ich das bisher richtig verstehe. Das halte ich für nicht sinnvoll. Das können wir in der Partei gerne machen, aber ich glaube, für die Stiftung sollte das nicht der Punkt sein. Da müsste man dann drüber diskutieren, wie viel Beitrag wir von den Leuten nehmen, damit die sich untereinander treffen und ob das tatsächlich irgendwie auch fiskalisch oder wirtschaftlich dann noch sinnvoll ist. Ich sehe das jetzt einfach als einen guten Beitrag. Ich wüsste nämlich nicht, was ich dazu antworten sollte. Ich denke, ich will noch mal einen Begriff Klärung darstellen. Vor uns wurde der Begriff Parteienfinanzierung genannt. Unter Parteienfinanzierung versteht man eigentlich die Wahlkampfkostenzurückerstattung direkt an die Parteien. Hier reden wir von den Globalzuschüssen, die zum Beispiel das Bundesinnenministerium ausgibt, um der bestimmten Stiftungen oder Vereinen die politische Bildungsarbeit zu erleichtern. Also hier wirklich die Begriffe trennen, ansonsten schreit mal irgendjemand auf, wie was. Genau, okay, es wird genickt, ist alles klar.
Danke. Ja, wir sehen, dass scheinbar die Fragen für heute, bis auf eine, die ich gerne nachher nochmal hätte, auf jeden Fall. Ja, genau, du. dass die Fragen fürs Erste erstmal erschöpft sind. Alle anderen Sachen können wir definitiv in einer kleinen Runde mal versuchen zu klären, beziehungsweise ich werde dann nachher noch eine E-Mail schreiben, Moment, die einmal um die halbe Erde geht, um dann wieder herzukommen mit einer vernünftigen Antwort, wie ich hoffe, falls wir keine selber finden. Aber da gibt es doch noch eine Frage. Ja, eigentlich noch tausende, aber die, ich halte die auch kurz, ja, aber die Sache ist die, also ob wir das nochmal, also im Detail oder was, weil du hast gerade gesagt, irgendwie morgen Arbeitsgruppen oder sowas und dann könnte man das ja theoretisch auch machen, aber natürlich gibt es irgendwie zehntausende Fragen. Also ich habe angefangen, die Satzung zu lesen, zu meiner Schande, irgendwie gerade draußen. ist okay. Aber und es ploppen bei mir halt 10.000 Fragen auf, die auch eigentlich irgendwie mit Ja, Nein irgendwie zu beantworten sind. Zum Beispiel, hier lese ich und denke so, stimmt es, dass die Mitgliederversammlung gar keine Möglichkeit hat, die Gestaltung der Tagesordnung einer Mitgliederversammlung darauf Einfluss zu nehmen, weil sie durch den Vorstand und das Verwaltungsrat alleinig beschlossen und bestimmt wird? Ja, nein. Das werden wir definitiv auslagern müssen. Davon habe ich halt irgendwie. Und abgesehen davon ist die Satzung nicht das Einzige. Du hast auch noch andere Möglichkeiten, Regularien zu produzieren. Das ist mir bewusst, aber und wir haben ja noch deswegen, keine Geschäftsordnung oder sonstiges und deswegen ist es die Frage, so wie es hier aussieht, ja oder nein. Also das sind ja spannende Fragen. Ja gut, aber es ist auch nicht nur eine spannende Frage. An der Stelle ist auch ein spannender Einwurf, den man übernehmen kann, um ihn dann möglicherweise einzupflegen, um die Satzung zu erweitern. Wir sind nicht alle allwissend. Wir haben hier eine meines Erachtens verdammt gute Satzung auf Grundlage verschiedener Kräfte, sage ich jetzt mal, aus ganz Deutschland zusammengekriegt. Und dass die nicht perfekt ist, ist klar. Und ich glaube, es war keiner dabei, der ein Satzungsnerd gewesen wäre. Ja, es geht ja auch überhaupt nicht darum, jetzt irgendwie zu sagen, ja, alles voll scheiße, weil wir haben eine Satzung und die ist groß, die ist lang und so weiter und da sind viel Gedanken reingeflossen. Deswegen geht es darum, jetzt irgendwie Fragen zu finden, die halt hinterher sich vielleicht rächen können. Deswegen auch geht es ja hier um konstruktive Kritik, weil sonst wären wir nicht da. Ja, aber das nehmen wir auf und dann gucken wir mal, wie wir das bearbeiten können. Das haben wir bei der Marina Kassel auch gemacht, sind dann allerdings zum Schluss gekommen, dass der Einwurf nicht möglich ist. Ja, es sollte der Faden zwischen Partei und Stiftung komplett durchgetrennt werden. Und das ist aber aus verschiedenen Gründen einfach nicht drin. Und deswegen musste dieser Vorschlag, auch wenn er angenommen wurde, als Vorschlag, musste er anschließend abgelehnt werden, nachdem er geprüft worden ist. Und ich gehe davon aus, das machen wir allgemein so und dann kommt dann wieder eine neue Satzung bei raus und die wird dann nochmal vorgestellt. Ich habe noch einen Kritikpunkt und zwar zum Satzungszweck. Die Punkte, die hier aufgeführt sind, die sind alle durchaus akzeptabel. Die sind auch bei anderen Parteien verwendet, in der Regel mit Ausnahme Förderung transparenter Strukturen. Das ist eigentlich was Piratenspezifisches, ansonsten sehe ich aber leider nichts weiteres. Ich würde mir sehr wünschen, wenn in einer parteinahen Stiftung auch als Stiftungszweck festgeschrieben ist, dass wir uns ganz besonders auch dem Medium zuwenden, aus dem wir geboren worden sind, nämlich dem Internet, und dass man hier vielleicht auch ein Ziel formuliert, so wie die Erforschung der Auswirkungen des Internets auf die Zivilisation zum Beispiel oder auf die Gesellschaft. So als Anregung, würde ich mir sehr wünschen, weil dann hätten wir ein tatsächliches Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Stiftungen. Konrad-Adenauer-Stiftung macht die Erforschung der christlich-demokratischen Bewegung, die Friedrich-Ebert-Stiftung macht die Erforschung der Arbeiterbewegung und der sozialen Demokratie, die Grünen die Ökologie und so weiter. Und wir sollten hier ganz bewusst und ganz stark auch darauf hinarbeiten, dass wir auch ein Alleinstellungsmerkmal in unserem Stiftungszwecken festschreiben. Also ich würde sagen, ich gebe diese Frage weiter an jemanden, der direkt hinter dir steht.
Ja, hier möchte ich auch direkt darauf antworten. Also Förderung transparenter Strukturen ist ein politisches Ziel. Wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein. Eine Bildungsstiftung, eine parteinahe Stiftung darf keine politischen Ziele verfolgen, denn dann haben wir ein Problem, nämlich mit der Gemeinnützigkeit. Denn politische Ziele zu verfolgen, ist Aufgabe einer Partei. Eine Partei darf dafür nicht in Bildungsarbeit tätig sein. Aber ein Bildungsverein, wie zum Beispiel eine parteinahe Stiftung, darf nicht selber politische Meinungsbildung machen und politische Ziele verfolgen. Wenn sie das machen, verlieren sie unter Umständen die Gemeinnützigkeit. Dann greife ich jetzt selber nochmal die Frage auf, weil ich gehe davon aus, dass hier gemeint worden ist, das Medium Internet mit als erforschbares Ziel oder Erforschung des Internets oder der Strukturen der nicht direkten Kommunikation, sage ich jetzt mal, zu erforschen, dass das als Ziel mit aufgenommen werden sollte. Ich muss gestehen, ich wüsste jetzt nicht direkt, wie man es aufnehmen könnte. Wenn euch ein Vorschlag einfällt, würde ich den gerne hören und auch gerne weiterreichen.